Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Video zum Sony BSP60 Smart Bluetooth Speaker, einem kleinen Gerät, das wir hier in diesem Video nun das erste Mal auspacken wollen. Und der BSP60 von Sony kommt mit seinen Funktionen auf eine Art und Weise auf eine gewisse Art und Weise zum Beispiel an den Assistenten von Amazon heran, denn der BSP60 ist kein normaler Bluetooth-Lautsprecher, der einfach nur Musik wiedergibt und das war's, sondern der BSP60 kann gleichzeitig auch auf meine Stimme reagieren, auf Fragen, auf Befehle, kann mich wecken, kann aber auch gleichzeitig für Telefonkonferenzen genutzt werden. Also der bietet sehr, sehr viele Funktionen, kann auch witzigerweise als kleine, na, wie soll ich sagen, als kleines Unterhaltungsgerät nicht nur die Musik abspielen, sondern kann sich selber und seine Lautsprecher bewegen. Das heißt, diese zwei kleinen Öhrchen, die man hier so im Halbkreis sieht, kann er ein- und ausfahren und kann gleichzeitig über die zwei Räder, die wir hier unten haben, sich im Raum bewegen. Ansonsten ist das Ganze eine sehr, sehr stylische schwarze Kugel. Man sieht, die passt perfekt in die Hand. Hier drin, wenn ich das so halte, sieht man das auch, glaube ich, ganz gut, ist ein Display. Gleichzeitig hat man hier Soft-Touch-Tasten, die wir uns auch später noch angucken werden. Hier unten ist da ein Ausschalter, es gibt einen Anschluss für das Ladegerät und das war's. Alles andere funktioniert schnurlos über das Smartphone und einmal anschalten können wir ja versuchen, um zu gucken, was er macht. Erstmal nicht viel. Doch jetzt. So, wir sehen hier, er würde jetzt versuchen, Kontakt mit meinem Handy aufzunehmen. Aber das schauen wir uns dann im späteren Video an. Und grundsätzlich lässt sich zum BSP60 noch sagen, dass hier zwei 2,5 Watt Lautsprecher installiert sind. Ich mit meinem Android-Smartphone brauche mindestens eine Version 4.4 oder höher, damit ich die Funktionalitäten nutzen kann. Und alles Weitere, wie gesagt, im nächsten Video. Ich bin schon sehr gespannt und ich würde mich freuen, wenn ihr euch weiterhin meine Videos zum BSP60 mit anschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher und bis bald.